Meine Kolleginnen und Kollegen, die werden immer an der richtigen Stelle die entsprechenden Angebote aufgreifen, mit mir absprechen. Und so sind wir auch hier auf dieses Angebot gekommen. Und wir finden es super, echt super, dass wir solche Fachleute, solche Profis hierher bekommen und den Schülern einmal einen Schultag in anderer Form bieten können. Das macht echt Spaß, wie man auch so sieht. Was geht, YouTube? Hallo, wir sind in der Suche und ich heiße... Es ist immer schön, mit Kindern zu arbeiten. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ich muss sagen, es ist eine sehr disziplinierte Truppe. Truppe ist ein schlechter Ausdruck. Es klingt zu militärisch. Also sehr gut aufgestellte junge Menschen. Das heißt, Sie werden den ein oder anderen geheimen Trick den Kindern noch verraten oder ihnen nahebringen? Ja, sofern es geheime Tricks gibt. Ich glaube, wir machen hier mehr so die Basisschulung. Es sind ja nicht alle Jungen und Mädchen irgendwie fußballerisch engagiert schon. Aber wir machen hier Basisausbildung. Wichtig ist, dass sie Spaß haben, dass sie sich viel bewegen, dass sie so die Grundzüge des Fußballs ein bisschen kennenlernen. Aber wir machen ja auch andere Übungen, die jetzt nicht fußballspezifisch sind. Einfach Bewegung, Sport, Freude, das muss im Mittelpunkt stehen. Ja, also zumindest dem Empfinden der Schüler nach, glaube ich, sind die Schüler sehr begeistert. Uns Trainern macht es natürlich auch entsprechend Spaß, mit vielen motivierten Kindern zu arbeiten. Und ich denke, dieser Tag wird ja, am Ende ein voller Erfolg sein. Nochmal einen ganz dicken Applaus. Die Gewinner kommen hier aus der Region und sind der eigentlich kleinere Verein in unserer Landeshauptstadt. Dicken Applaus für die Stuttgarter Kickers. Wann sind Sie Torwart geworden? Also wann haben Sie damit angefangen? Also zu meiner Jugendzeit, dann hat man noch später angefangen als heute. Heute gibt es ja die Bambinis, die F-Jugend, die E-Jugend. Bei mir begann es damals wirklich mit der D-Jugend, das heißt mit 10 Jahren. Und ich bin nicht gleich Torwart geworden. Das war eigentlich mehr aus der Not heraus, weil wir hatten damals in der D-Jugend eine sehr, sehr kleine Mannschaft. Und ich war relativ groß und haben sie gesagt, dann stellen wir den Großen ins Tor. Ich will auch Fußballer werden. Muss man da was studieren oder irgendwas zu was? Nein, studieren musst du nichts. Du solltest schauen, natürlich, erstens mal, wenn du jetzt sagst, ich möchte Fußballer werden, solltest du schauen, dass du in der Schule trotzdem gut mitmachst, dass deine schulischen Leistungen gut sind, weil es ist natürlich der Wunsch, Profifußballer zu werden, und ob man es dann wirklich durchhält oder durchsetzen kann, das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe und das ist ein sehr schmaler Weg, den man da geht. Also bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, in der Jugend schon sehr viel Zeit investiert habe in das Fußball. Aber es konnte mir niemand garantieren, dass ich Profi werde. Also einfach Ehrgeiz entwickeln, Spielfreude, viel trainieren, schauen, dass du einen guten Trainer hast, dass du gut trainiert wirst. Und auf der anderen Seite aber genauso, wie du die Freude am Fußball entwickelst, die Freude an der Schule, an den schulischen Leistungen entwickeln. Weil es kann durchaus sein, du stellst dir vor, ich werde Profi und es klappt dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Und dann ist es besser, du hast noch die Möglichkeit, wirklich einen guten Beruf, mit guten Noten natürlich im Rücken, einen guten Beruf zu erlernen.